Gedanken sind frei, aber nicht kostenlos. Sie fliehen vorbei, ich renne ihnen nach und hole sie nicht ein. Denn kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie erschießen. Und Mama sagt, fragt auch einfach nach, sag ich jetzt so als Madame. Wieso hab ich das nicht längst getan? Stattdessen lege ich mich in Gedanken mit ihnen an, denk mich krank, dann werde ich wieder normal. Versuche die schwache Seite zu spannen und die starke zu entlasten. Schöpfe Kraft aus dem Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Doch meistens versteife ich mich auf eine Seite und ende im Streit mit mir selbst. Ich weiß, wir können das wieder hinbekommen. Die Bogen glätten, denn die Zeit verspricht Linderung und lässt uns nicht hängen. Sind wir denn nicht alle Kinder, die den Sinn suchen hinter dieser Existenz? Oder hab ich irgendwas verpennt? Stell mich dumm und ihr wisst es längst. Die Gedanken sind frei, doch gibt es sie nicht geschenkt. Sie fliehen vorbei und wenn du sie fasst, dann schnüren sie dich ein und du versuchst dich zu befreien. Mal bleibst du stark und mal knickst du ein. So soll es dann wohl sein. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie erschießen. Und ich versuche sie zu kontrollieren, zu dekodieren, zu ignorieren, wenn sie mich entzweien. Manchmal scheinen sie wie böse Geister, die mich in den Wahnsinn und in die Einsamkeit treiben wollen. Und es gibt Leute, die sind überzeugt davon. Doch kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie erschießen. Kein Mensch kann sie wissen.